ist ja nicht mehr weit, ey. Macht bitte nicht Jungs, so schnell, ich kann nicht mehr. Oh, das Hallo, ist Schafe. Wir müssen irgendwas finden, um ihm zu helfen. Die geben Fleisch und Blut, gib her. Nein, Basti. Was? Komm Balui. Jetzt. Lass mich das doch jetzt... Jungs, es muss doch irgendwas geben. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Können wir jetzt nicht einfach Basti von uns gehen lassen? Meinst du, mir fällt das leicht? Ey, wir haben doch mehr als genug Probleme aktuell. Das sagst du so. Oh, ich muss dieses rohes Fleisch. Vor allem in die Stadt, wie sollen wir das jetzt anstellen? Glaubt ihr, wir können da einfach so reinspazieren? Vielleicht ist ja keiner da. Lass uns mal gucken. Ich will nicht sterben. Ich will lieber wieder zurück. Kevin. Können wir nicht umdrehen? Siehst du das auch, was ich sehe? Was zum... Denn? Was ist denn, Balui? Der was ist denn? Baum hat... Was? Blaue Blätter. Ach du... Der Baum Basti. Ist komplett zugefroren. Komm Basti! Da. Oh, Basti! Los! Hoch! Los, hilf ihm aus dem Wasser. Der Baum ist komplett zugefroren. Nein, das kann nicht sein. Wir waren doch gar nicht so lange weg. Er sah doch vorgestern noch gut aus. Ach du. Ich guck mir das mal von hier oben aus an. Ach du Scheiße. Ach du. Hat die. Das meinte der Urdrache damit. Oh nein, was ist da los? Was sollen wir denn jetzt machen? Kevin, pass auf, dass du dir nicht wehtust. Nicht, dass wir sterben. Ich habe das Gefühl, der Baum selbst... Er schmilzt! Er stirbt. Ich sterbe ist auch. Alles am Schmelzen. Oh, es ist, Basti, das Problem ist, wenn der Baum stirbt, und jetzt verstehe ich auch, warum der Drache, dass du nicht zurückkommen kannst, weil der Baum niemals so die Kraft hat, dich zu retten. Jungs, ich bin hier unten in der Nähe von meinem Haus da. Was machen wir denn jetzt? Basti, wo bist du? Ich bin bei Kevin in der Nähe. Okay. Basti? Oh, Basti. Was hat der Urdacher denn gemeint? Was sollen wir denn jetzt tun? Was ist wichtiger? Basti, Baum, alle Bäume, Baum, die Basti. Ganze Stadt, alle Bäume frieren ein. Das breitet sich aus. Es wird immer schlimmer. Wo ist Basti? Basti, ich dachte, du wärst auch hier. Basti! Basti! Komm! Bitte! Ist Basti! Basti, wo bist du? Ah, hier, ich hab ihn gefunden! Basti! Basti, komm aus der Hitze, aus der Sonne raus, los! Komm schon, steh auf! Geh, da in den Schatten! Wo? Da hinten, beim Baum! Basti, komm hier hinten hin, komm hier! Los, geh noch ein bisschen. Du schaffst das schon. Ach, Basti, komm, lauf noch ein bisschen, noch ein bisschen. Hier ist die Sonne nicht mehr ganz so prall. Hier, leg dich hin. Ach, Mann. Was sollen wir denn jetzt machen, Jungs? Gib mir doch einfach Blut. Ich hab noch das Blut Thanas, aber es wird dir nicht mehr helfen. Gib mir doch dein Blut. Nein, nicht das Blut meiner Frau. Oh Gott, mein Zauberstab. Oh. Kevin, noch jemand verlieren? Wir können dir das Blut von Tana nicht geben, es ist verseucht. Aber es hilft dir nicht. Es ich muss nicht. Doch leben. Basti, warte, kurz, ich muss es doch irgendwo was geben. Balui, gib mir dieses Messer, los. Welches? Ich brauch Blut. Das Blutmesser, das Blutmesser. Hier hinter dir, ich hab's hinter dir gelegt. Hier. Oh, ja. Danke, Kevin. Oh Mann. Kevin, das bringt doch nichts. Oh, es hilft aber, Balui. Wenn es ihm vorübergehend hilft. Oh, danke dir, Kevin. Aber. Basti. Aber Uri, altes Haus. Hör ich dich zum letzten Mal. Wie du siehst, stirbt der Baum. Ja, anscheinend nicht nur er. Nein, auch du. Aber jetzt gibt es etwas, was wir noch tun können.
Was? Banui hat mittlerweile die Macht dazu erhalten, dass er diesen Baum mit einem Blutopfer retten kann. Dieser Baum hat so vielen Menschen mit Blut ihr Leben wiedergegeben, dass nur ein Blutopfer eines reinen und eines lebendigen, legendären Menschen ihn retten kann. Aber meinst du mich damit? Ja. Aber ich habe doch kein Blut in mir. Oder Baloi. Ja, also wenn die Wahl bevorsteht. Baloi, meldest du dich freiwillig? Aber Basti, ich natürlich würde ich an, wenn du da nicht leben könntest. Baloi ist derjenige, der als einziger die Macht hat, diesen Zauber auszusprechen. Das heißt, wir haben überhaupt keine Alternative. Aber können wir Basti nicht irgendwie heilen und den Baum? Aber hört mal zu. Basti wird eh sterben. Hört mal zu. Wie kann man nur so taktlos sein? Ich bin das nicht. Das, der Urdra ist. Freunde, hört mal zu. Hört mal zu. So wie ich das verstehe, die Situation ist einfach aussichtslos. Hört mir einfach zu. Ich will, dass es euch, meinen Freunden, und dieser Welt, in der wir so viele tolle Abenteuer erlebt haben. Ich will, dass es dieser Welt aber ich will nicht geht. Ohne dich in dieser Welt sein. Baloi, ohne mich Basti? Gibt es auch den Baum nicht mehr. Basti? Baloi, dann gibt es auch diese Welt nicht mehr. Aber dann ist sie nein. Gaia. Sag sowas nicht. Baloi, ich muss mich opfern. Basti? Ich muss, nein, ich muss es einfach tun. Basti? Nein. Urdrache, wie kannst du nur so etwas kurz, Basti, anbieten? Bevor du den Abgang machst, kann ich deine Gitarre vielleicht haben? Kevin! Wie wollte ich... Nein, nein, Kevin, ich will dir etwas anderes geben. Okay? Deswegen, ich habe mir jetzt gerade ein paar Gedanken dazu gemacht, deswegen lass mir einfach... Bevor ich hätte wir die Gitarre Ritual, gerne gehabt, die klingt so schön. Bevor wir dieses Ritual durchführen. Wir werden sie mit ihm begraben. Hört jetzt zu! Ich will die aber haben! Könntest du nicht so egoistisch sein, Mann? Die Gitarre ist gut. Halt Schnauze jetzt. Hört jetzt so. Ich möchte, Kevin, ich möchte. Hör mir bitte genau zu, Kevin. Ich weiß, wie sehr du dir immer einen Drachen gewünscht hast. Und ich weiß, dass du eigentlich auch einen verdient hast. Ich möchte einfach nur, dass du für Flöckchen sorgst. Hier. Kevin. Basti, ich kann das nicht annehmen. Das geht nicht. Kevin. Ich bin nicht Kevin, es überdrachen. Ist mein letzter Wille. Baloi hat Flämmchen. Und du musst ich auf kann mich aber aufpassen. Ich kann mich aber um Flöckchen gar nicht kümmern, weil ich gar kein Drachenreiter bin. Dann was frag ist, wenn wir um Rat. Aber ich weiß, möchte, was wir dass sich tun. Kevin um Flöckchen kümmert. Wir werden sie dir hinterher schicken. Aber nicht auf so eine Art und Weise. Was? Nein, ihr werdet Flöckchen nicht töten. Niemals. Niemals. Deswegen, ich möchte, mein letzter Wille ist, dass Kevin jetzt sich um Flöckchen kümmert. Und Kevin, okay. Ich möchte unter anderem, dass du auch diese Gitarre zu dir nimmst. Ja, ja, danke schön, Basti, danke. Aber wenn du mir versprichst, dass du gut auf Flöckchen aufpasst. Ja, ich werde Flöckchen auf der Gitarre jeden Abend was vorspielen, so wie du es immer gemacht hast. Damit nicht. Flöckchen immer denkt, dass du da bist. Das ist doch nur neidisch, weil du selber nicht singen und kannst. Und Baloi, von dir hoffe ich einfach nur, ich schenke dir nichts. Ich hoffe einfach nur, dass du eine Lösung findest, mich irgendwie zurückzuholen. Ich soll mich Baloi. Zurückholen? Ja, das Aha. ist mein letzter Wille. Baloi hat dass dich bekommen, Betty, an Betty, dein Betty. Lebensende dafür sorgt. Ich will dass keine mich Möglichkeit nicht geben, Hör, Basti du. Zurückzuholen. Ich rede jetzt mit Baloi. Nicht mit dir, Urdrache. Es ist mir egal, ob es eine Lösung gibt oder nicht. Aber ich. Aber du mein kannst letzter nicht von mir Wille verlangen, ist, wenn das dein letzter Wille mein ist. Mein letzter Wille ist, dass mein bester Freund, mein allerbester, mein Team Baba-Kollege, bis an sein Lebensende nein. für mich kämpft. Das ist wie ein Fluch. So soll es sein. Und jetzt opfer mich. Na los! Gibst du mir wenigstens meine Drachenrüstung zurück? Hey, das ist gar nicht deine. Ich hab sie ihm gegeben. Nein, das ist meine. Ja, die kannst du haben. Okay.
Basti, wünschst du dir bei deinem Abgang Musik von deiner Gitarre ein letztes Mal? Ja, wir haben ein Problem. Ich habe kein Blutaltar. Wartet, vielleicht hat Jonas einen. Oh Mann, mir wird so schlecht gerade. Ich hoffe, der Urdrache verrät mir, wie der Zauber funktioniert. Ich habe nämlich keine Ahnung. Oh Gott. Und ich spiele Basti so lange auf der Gitarre was vor. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Wie kann man nur so taktlos sein? Ich hab mich mittlerweile damit abgefunden. Basti wird uns verlassen. Er wird uns verlassen. Es kommt, nein. Und hat uns seine... Kevin, bitte, gleich weine ich. ...hinterlassen. Kevin, und ich möchte, dass du dafür sorgst, dass Baloui seine Aufgabe, die ich ihm gerade gegeben habe, bekommt. Nein! Basti hat Baloui eine Aufgabe gegeben. Und zu der muss Baloui stehen. Er muss eine Möglichkeit finden. Wird es wehtun, Baloui? Nur einen kurzen Moment, Basti. Ich glaube, schlimmer als jetzt kann es dir nicht mehr gehen. Oh Gott. Oma. Okay, pass auf. Leg dich hier neben den Altar. So hin. Ist es so richtig, Baloui? So ist es okay. Wird jetzt ein Ritual durchgeführt? Ich weiß es nicht. Dass der Urdrache sagt... Also, ich glaube, ich bin bereit. Ich mach's mir jetzt bequem hier. Ameno! Ameno, Dori! Kevin, bitte. Würdest du bitte gehen? Oder gehen? Die Gitarre wegtun? Ich finde das nicht gut. Ich muss jetzt meinen besten Freund töten und du... Ich will davon gar nichts wissen. Urdrache, ich erlaube dir einfach, die Kontrolle zu übernehmen. Und der Gott, Boss. Für diese Welt, für meine Freunde. Mach dich bereit. Komm zu mir in die Welt. Ich werde dich führen. Also, der Siebes, Durkwum, Hawk, Fabula. Baloui? Ist Basti jetzt von uns gegangen? Ich werde dich vermissen, alter Freund. Ich werde dich vermissen. Dein Gesicht ist im Baum. Hast du das schon gesehen? Ja. Er hat den Baum wiedererweckt. In seinen alten Zustand zurückgebracht. Basti hat alles geopfert, um uns zu retten. Wir sollten uns schnell auf den Weg zurück machen, bevor die anderen uns hier nachher sehen und es Ärger gibt, Baloui. Da wird schon genug Ärger geben. Na gut. Ich kann's immer noch nicht fassen. Ich kann's immer noch nicht fassen. Was hier in der Stadt alles passiert ist. Baloui? Ja. Ist denn bei dir alles soweit okay? Ich weiß es nicht. Mir geht's nicht gut. Das war einfach zu viel für mich, Kevin. Baloui, wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben eine Aufgabe. Eine was für eine Aufgabe? Wir sollen Basti wieder zurückholen, er hat doch gesagt. Du sollst alles daran geben, ihn zurückzuholen. Es wird niemals eine Möglichkeit geben, ihn zurückzuholen. Willst Sonst du hätte ich sagen, ihn doch retten einfach... können. Willst du etwas sagen? Du hast ihm das einfach nur versprochen, damit er Ruhe gegeben hat? Ja, natürlich. Damit er in Frieden sterben kann. Freunde machen das. Baloui, du bist sein Freund. Ja, richtig.
Was hätte ich ihm sagen sollen? Es gibt keine Möglichkeit, dich zurückzuholen. Ruhe sanft, komm nicht wieder. Du solltest jetzt jede freie Minute, die du hast, in dieser Bibliothek verbringen und jedes einzelne Buch durchlesen, bis du eine Möglichkeit gefunden hast. Ich habe eine viel bessere Idee. Hör mir mal ganz genau zu. Befreie den Drachen in dir. Kaufe Empire Dragon Merch von Balui auf elbster.de. Der Link ist unten in der Beschreibung.